Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Wer hat's gesehen im NDR-Fernsehen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Ernie. Vielen Dank, Bert. Wir sehen uns gleich wieder. Es geht jetzt aber natürlich wie immer bei uns los mit der zauberhaften Susi von Herzblatt und unser Nummer 2. Rolf von Nelis, der zwar Fachmann für die Raumpatrouille Orion ist, Peterchens Mondfahrt aber nur bei seiner Nachbarin gucken durfte. Und los geht es mit unserem Zufallsgenerator, der wählt sich den Kandidaten aus, der beginnen darf. Rolf. Hallo. Hallo. Es wird gleich mit dir beginnen. Vorweg vielleicht noch der Hinweis, die Wand ist bei uns ganz, ganz wichtig. Die bringt die Fragen und die Punkte und die bringt dann auch irgendwann das Zeichen. Es ist Schluss mit der Vorrunde und es geht rein ins Finale. Jetzt gibt's aber erstmal von der Wand eine Frage für Rolf. Unterhaltung. Unterhaltung, 300 Punkte für Rolf, wenn er mir sagen kann, welcher Schönling moderierte noch etwas steif die Sat.1-Sendung Gesicht 95? Ist es A, Kai Pflaume oder aber B, Carsten Speck, C, Rudi Carrell oder D, Reinhold Beckmann? 1995, Rudi Carrell, na gut, Schönling, das war er damals auch schon nicht mehr. Oh. Reinhold Beckmann ist meiner Meinung nach eher im Sport drin. Carsten Speck, ich glaube 1995 hat Kai Pflaume angefangen bei Sat.1 seine Karriere zu starten. Und ich sage deswegen A, Kai Pflaume. Kai Pflaume, absolut richtig. Jawohl. Es geht also wieder um zwei Experten diesmal. Du hattest schon. Rolf oder Andreas ist hier die Frage. Wer darf ins Expertengebiet vordringen? Der Zufallsgenerator entscheidet das. Rolf. Ah, da kommt er. Bert, vielen Dank. Welchen Umschlag? Ich stehe in der Mitte, also nehme ich auch die Nummer 2. Alles klar. Stehst in der Mitte. Vielen Dank, Bert. Rolf, Spezialgebiet. Es geht um Der Kommissar. Die 60er überhaupt auch Lieblingsjahrzehnt im Grunde genommen von dir. Warum? Nun, ich bin 57 geboren und 60, 70 Jahre, da fing meine Fernsehkarriere an. Und bei den 80ern habe ich dann ein bisschen weniger geguckt, bedingt durch unsere Kinder. Aber das sind halt die Serien, die ich dann gesehen habe und hat auch Spaß gemacht. Ne? Ist noch irgendwas anders toll an den 60ern, außer am Fernsehen? Weiß nicht, Musik, Lifestyle? 60er, der Lifestyle auf jeden Fall. Das Minirock, der Minirock, die ganzen Sachen, diese halbrunde Kugel, wo sie jetzt im ZDF wieder Werbung machen und drin sitzen. Das ist natürlich eine Sache, die heutzutage nach und nach wiederkommt. Ne? Und in den 70er Jahren diese schönen, schrill, bunten Tapeten kommen auch langsam wieder. Ne? Alles kommt wieder. Die hohen Plateauschuhe. Ich hoffe, jetzt kommt sehr viel wieder aus dem Gedächtnis, wenn es um Der Kommissar geht. Das ist das Expertengebiet jetzt für dich. In welcher Stadt ermittelt denn Kommissar Keller? In München. Da hat er seinen Sitz und da hat er seine ganzen Fälle ermittelt. Ja, absolut richtig. Der Kommissar ermittelte in München. So, dann wollen wir mal eintauchen ins Kommissariat. Nächste Frage. 300 Punkte gehören schon Rolf. Wie nennt der Kommissar seine Sekretärin? Seine Sekretärin ist die Frau Rehbein und sie wird nicht nur vom Kommissar, sondern vom ganzen Team liebevoll Rehbeinchen genannt. Rehbeinchen. Jawohl. Richtig. Nochmal 300 Punkte, macht insgesamt 600 Punkte bisher. Dritte Frage für Rolf. Warum verlässt Ermittler Harry Klein das Team des Kommissars? Ja, Harry Klein verlässt, das habe ich vor kurzem nachgeguckt, exakt in der 73. Folge den Kommissar. Es gibt 93 Folgen, in der 73. Folge verlässt er ihn. Warum? Er geht zu einem neuen Kommissar, der dann in Farbe dargestellt wird von Horst Tapper und das ist Derek. Und er nimmt dann seinen Bruder, der dann die restlichen 20 Folgen seine Stelle übernimmt, übernimmt dann seinen Platz.
im Kommissariat. Elmar und Fritz tauschen. Richtig. Na, hast du das Drehbuch geschrieben? Nee, das nicht. Aber er kennt es auswendig. Absolut richtig. Das ist ein Experte. Rolf. Nachrichten und 400 Punkte gibt es für Rolf, wenn er die Frage beantworten kann, vor welcher Tagesthemen Nachricht fiel Ulrich Deppendorf Jo Brauner ins Wort. Also da gibt es ja immer ganz schöne Ausschnitte, insbesondere bei Tagesschau und Tagesthemen, wenn da mal was schief läuft, die Fallhöhe besonders hübsch und das wird immer und immer wieder geguckt. Geht es hier um den Autoschreck, um einen Supermarkterpresser, um einen Geisterfahrer oder um einen Heiratsschwindler? Oh Gott, da muss ich wirklich raten. Autoschreck, was kann da gewesen sein? Nachrichten Deppendorf, Joe Brauner fiel ins Wort. Ah, Geisterfahrer, Heiratsschwindler. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist der Supermarktexpresser, der Dagobert gewesen. Und ich vertraue auf mein Glück und sage deswegen B, den Supermarktexpresser. Das ist leider falsch. In der Meldung ging es um was anderes. Ja, logisch. Eltern, die Zeitschrift. Ich wusste gar nicht, dass es die so lange schon gibt. Aber man sieht, es wurde für die Zeitschrift Eltern geworben. Es ist ja so richtig, Rolf. Es war jetzt auch nur noch relativ schwierig zu erkennen. Aber Rolf hat am schnellsten reagiert. Bei Eltern kriegt die Punkte. Ist dir das auch schon mal passiert? Was? Gefesselt, beworfen, Kinder machen Vollalarm? Ja, bei unseren Kindern nicht, bei unserem Enkel könnte es noch passieren. Du weißt, was du lesen musst. Gut. Von zwei hervorragenden Kandidaten, weil ihr seid dicht beieinander gewesen. Verabschieden Andreas und Rolf. Ernie und Bert nehmen euch mit. Geil, danke. Tschüss. Vielen Dank.